Liebe Wählerinnen und Wähler, mein Name ist Sabine Gronert. Ich bin 55 Jahre jung, verheiratet und habe 3 Kinder. Zu meinen Hobbys zählen das Singen im Gospelchor, Spazierengehen, Fahrradfahren, Sport und Lesen, gern und viel draußen sein und ich bin Ihre Kandidatin für den Wahlkreis 120. Ich bin gelernte Krankenschwester und arbeite als Wohnbereichsleitung in einem Techter Altenheim. Durch meinen Beruf auf der einen und meine Kinder auf der anderen Seite habe ich einen Einblick in die Bedürfnisse und Wünsche verschiedener Generationen. Seit nunmehr fast 25 Jahren ist Techte unsere Wahlheimat, in der wir uns mehr als wohlfühlen. Seit 10 Jahren bin ich die Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und als diese auch im Rat der Stadt Techte und darf hier die Geschicke der Stadt mitgestalten. Techte ist gewachsen und verändert sich, auch unser Wohngebiet, das Emsesch. Hier ist es wichtig, die verbliebenen Strukturen weiterhin zu halten. Für die nächsten Jahre steht als ganz großer wichtiger Block die Entwicklung der Schulstandorte im Fokus. Dies wird für uns alle eine große Herausforderung. Gilt es doch, mit Augenmaß alle Schulen zukunftssicher aufzustellen. In unserem Quartier betrifft es die Brüder-Grimm-Schule. Das Wachstum Techtes wirft für mich viele Fragen auf. Wie weit wollen wir wachsen und wo? Nachverdichtung vor Flächenverbrauch, aber auch hier angepasst an die Umgebung. Wie sieht die passende Infrastruktur aus? Wie wollen wir Verkehr gestalten? Wie können wir Gewerbe und Landwirtschaft unterstützen, auch und besonders bei Bestrebungen ökologischer zu werden, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern und auszubauen? Wie halten wir unsere Altstadt weiter attraktiv? Was braucht eine gute Hausarztversorgung? Können wir alle Freizeit- und Kulturangebote halten oder sogar verbessern? Hierfür brauchen wir unter anderem ein Stadtentwicklungskonzept. Schon länger von uns beantragt und auch mit breiter Mehrheit beschlossen, ist es in meinen Augen unabdingbar, dies auch zeitnah aufzustellen. Durch die Corona-Krise sind die Rahmenbedingungen noch anders geworden. Aber genau das ist die Herausforderung, der ich mich stellen möchte. Gerade jetzt müssen wir unsere Ressourcen nutzen, um Techte lebenswert, ökologisch und nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Das geht nur gemeinsam und miteinander. Dafür stehe ich und bitte um Ihre Stimme am 13.09.2020. Vielen Dank.